Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch. Was siehst du, wenn du eine große Volksmenge siehst? Was sah Jesus, während er große Volksmengen sah oder anschaute? Wir lesen das in Matthäus Kapitel 9, Vers 36 bis 38. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ein anderer Blick auf die Menschen. Was siehst du, wenn du viele Menschen siehst? Der Kleidung nach können wir feststellen, ob ein Mensch reich oder arm ist. Wir können ja nach der Farbe, Hautfarbe beurteilen, zu welcher Nationalität ein Mensch gehört. Oder wir können an dem Körperbau erkennen, ob ein Mensch sportlich ist oder eher weniger sportlich ist. Was sah Jesus, während er die Menschen sah? Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also, was er sah, dass diese Menschen ermattet, vernachlässigt waren. Und so hatte er Mitleid mit diesen Menschen. Es gab niemanden, der diese Menschen vereinen konnte. Es gab niemanden, der um ihre Seele, um ihre innere Bedürfnisse sich gekümmert hat. Ihr wisst, dass man sehr oft in einer Menge, trotzdem Volksmenge, sich allein fühlen kann, einsam sein kann. Menschen rennen in die Mengen und auf der anderen Seite bleiben sie sehr oft mit ihren Problemen alleine. Einsamkeit ist eine große Last, die Last der Sünde, die einen erdrückt. Vielleicht Umstände, die sehr schwer zu ertragen sind, und es gibt niemanden, der sich um dich kümmern kann. Schaut mal, und Jesus sieht die Menschen und hat Mitleid. Er sieht jeden Einzelnen. Die Situation kann von damals genau die gleiche sein, auch heute. Wir haben sehr viele Politiker oder religiöse Führer, die ihre korrupten Ziele verfolgen, aber nicht die Einsamkeit, die Last, die Schwere der Seele sehen. Und leider können die sehr oft dir gar nicht helfen. Aber Jesus kümmert sich und er sieht dich. Und das ist so faszinierend. Aus der Volksmenge sieht er einzelne Menschen und kümmert sich. Die Menschen sind reif zur Veränderung. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Also, das heißt, die Ernte ist reif geworden, also die Frucht ist reif geworden, nur dann kann sie abgeerntet werden. Was ist aber das Problem? Das Problem, es sind weniger Arbeiter. Das heißt, es sind wenige Menschen, die bereit wären, zu den Menschen hinzugehen. Viele wollen heute leiten oder Chef sein, über andere Menschen bestimmen, aber es sind wenige Menschen, die bereit sind, Füße zu waschen, anderen zu dienen, tiefer als der andere zu sein, niedriger als der andere zu sein, ein Diener zu sein. Und das ist das, was Jesus war, König der Könige, kam auf die Erde und diente den Menschen. Welchen Auftrag gab er denn seinen Jüngern? Wie konnten sie diese Situation lösen? Dann bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das Erste, was Jesus sagt: Wir sollen Gott, den Vater, bitten, dass er Menschen in die Ernte sendet. Seht ihr, wenn wir Jünger aussuchen sollten, was Jesus tat, ich würde wahrscheinlich nicht diese 12 aussuchen. Ich würde viel intelligentere Menschen aussuchen, vielleicht die mehr drauf haben.
Ich würde nicht Levi aussuchen. Ich würde nicht Petrus als Fischer aussuchen. Aber genau diese haben die Welt verändert. Seht ihr, wir haben ja manchmal nicht den richtigen Blick für die Menschen. Sehr oft warten wir auf besondere Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen und etwas verändern. Und dabei haben wir fähige Menschen. Bei uns in der Gefährdetenhilfe sind die meisten Mitarbeiter Ex-Drogenabhängige oder Alkoholabhängige. Niemand von uns würde denken, dass aus diesen Menschen fähige, hingegebene Mitarbeiter sein werden. Aber Gott sah diese Menschen und hat sie dazu vorbereitet. Wir haben jetzt vor kurzem Silvester gefeiert. Und zu der Silvesterfeier kamen ca. 200 Personen. Ohne großartige Einladung waren die Menschen da, um zu feiern. Großartig. Jetzt haben wir die Gebetswoche. Und jetzt ist die Frage, bist du auch dabei? Kommst du auch, um zu beten, also nicht nur zu feiern? Ich lade dich ein, dass du genauso für Mitarbeiter betest, dass Gott Mitarbeiter in seine Ernte sende. Gott segne dich dabei, die Möglichkeit zu ergreifen und zu beten. Amen.